Okay. Let's get killed a few times. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Monster-Design liebe aus den aus der From-Software-Reihe. Ich wollte gerade schon sagen, fast hätte ich den Stream auf 18 stellen müssen. Aber No Nipple sei Dank, bleibt mir das erspart. Hi. Kann ich... Oh Gott, ich hänge in der Wand! Holy shit. Erstmal ein bisschen beobachten, würde ich sagen, ne? Oh Gott, ich sehe schon die Schwierigkeit. Ich hoffe, das ganze Feld werde ich irgendwann mit dem Scheiß bedeckt sein. Uiuiui. Wie viel Schaden mache ich denn? Das geht so. So, der hat aber gerade eben mal ganz kurz einen ziemlich heftigen Cooldown gehabt. Oh shit. Ich habe Schiss, dass ich in die Lava reinrolle. Ich nehme an, da kann aber nur eine begrenzte Zahl von Lavaflecken irgendwie existieren oder so. Ein bisschen Zeit zum Heilen. Da kann ich hier überhaupt hin? Ist da nicht genug? Ist da nicht über Lava? Okay, da versiegt es gerade. Oh Gott, da ist aber was. Ah, oh, shit. Close one. So close. Ah, zu früh. Etwas zu früh. Aus. Wir sind einmal getreten, das wollte ich gar nicht. Oh Gott! Oh, ist da ein neuer Move? Glaube ich. Oh Gott. Oh shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich heilen. Muss mal kurz bisschen Abstand gewinnen. Also mal hier ein bisschen mehr Abstand. So. Ich muss halt irgendwie... Versuch's mit Rücken, stand da ja. Nur da muss ich irgendwie erstmal schauen, dass ich irgendwie an den Rücken rankomme. Sehe ich nämlich aktuell noch nicht so wirklich. Oh shit. Falsche Richtung gerollt. Ui, ja, der Damage, ey. Oh fuck. Oh Gott, das ist der andere Angriff. Ja. Dem muss ich noch lernen auszuweichen. Oh shit. Hier will ich gar nicht sein gerade, ehrlich gesagt. Hier will ich echt nicht sein. Nein. Ah, schmuck doch nicht nochmal. Oh fuck. Oh, der rasiert mich jetzt.
treffe nicht mehr. Ich muss wieder ein paar Openings finden. Oh, oh Gott. Wo ich reinzimmern kann. Oh Gott, das ist der andere Move. Morgen KS, fast, ey. So, ich muss gucken, die holt ein bisschen mehr aus bei dem anderen Angriff. Oh, scheiße, getroffen. Ja, bei dem nämlich. Komm her. Wo bin ich? Boah, gerade gar nichts gesehen. Okay. So, weiter geht's. Ja, dauert ein bisschen, ne? Aber Geduld ist eine Tugend. Hä? Was kommt jetzt? Was macht der? Ja, spuck du nochmal. Spuck du mal. Oh Gott. Oh Gott, der Move! Okay. Lass ich mal ein Stück nach da hinten wieder. Oh, shit! Der Sprungangriff. Oh Gott, der neue Move. Neue Move, sage ich schon. Oh Gott, lass mich heilen. Aha! Ja, das war klar. Ich wusste, dass er das macht. Scheiße. Ah. Ja, okay. So, da muss man echt geduldig spielen. Aber das ist cool. Der gefällt mir. I like this boss. Das Problem ist, ich würde trotzdem gerne ohne Gifte ankommen, aber es wird dann leider nicht funktionieren. Too much Lava. War doch eigentlich gar nicht schlecht. So, ich muss mich aber ein bisschen beeilen, weil ich keinen Bock habe, dass die Kackfliegen wiederkommen. Hui. Kann man für irgendwas blocken? Weiß nicht. Sah nicht so aus, ehrlich gesagt. Weil ich es gerade im Chat gelesen habe, wollte ich sowieso mal ausprobieren. Mit einer zweihändigen. Weil ich sowieso nicht blocke. Wobei ich nicht weiß, ob ich dann nicht zu viel Animationslag habe, aber ich probiere es mal. Yay, ich nehme das Vieh einfach mit in den Bossraum. So. Gut, dann auf zum zweiten Versuch. Ich habe das Gefühl, wenn ich einmal aus dem Takt rauskomme, werde ich wahrscheinlich kaputt gekommen oder so. Aber schauen wir mal.
Versuch Nummer 2. Yo, direkt der Move, ey. Let's go. Ja, was macht die? Fuck. Fail. Genau das meine ich. Ich bin aus dem Rhythmus gekommen und bin instant gepunished worden dafür. Kurz aus dem Rhythmus gekommen und schon verkackt. Was macht die? Ja, das sah voll greedy aus, was die gerade war. Too greedy? Nö, überhaupt nicht. Ich bin einfach aus... Ich hab die Rolle verkackt, die zweite. Und deswegen hat der andere Angriff mich noch getroffen. Es war einfach nicht... einfach aus dem Timing rausgekommen. Warum warte ich eigentlich? Ich komm da eh nicht ohne Gift-Damage an. Sui spielt den zum ersten Mal Dark Souls Bild. Ja, genau den. Also literally nichts Bestimmtes. Immerhin kann ich jetzt nicht mehr invaded werden. Sehen wir es positiv. Ich werde das ja trotzdem nochmal heilen. So viel ich davon noch habe. Oh, ich hab. Alter, wie ich hier Estus zugeballert werde gerade. Süchen. Auf geht's, Leute. Dritter Versuch. Es gibt einen Weg, ohne Gift dahin zu kommen. Kannst du mir später gerne mal erzählen. Wieso kann ich Attacke nicht mehr ausweichen plötzlich? Denn bescheuert. What the fuck war das denn? Das hat er zum ersten Mal gemacht gerade, außer das. So viel zum Thema, ich habe alle Moves raus. Okay. Ich bleib dabei, erst schlagen und dann rollen. So. Okay, komm her. Uiuiui. Oh Gott. Da holt er aus zum Kotzen. So, ich war super schweigsam hier gerade wieder, der schon... Oh Gott. Oh nein. Oh, das war der Angriff. Oh. Ich hatte ausgewichen irgendwie. Wieder. Irgendwie kommt die nicht mehr so nah jetzt. Gott, meinen sie wüsste, dass sie fast tot wäre. Haben wir gerade irgendwo Feuer? Nee. So. Ah, jetzt.
Das ist aber sehr gut, weil wenn ich eine Rolle, wenn ich quasi... ich kann die Rolle machen. Oh ja, jetzt gibt mir wieder ein heftiges Opening für ein paar schöne Kombos. Okay. Renn. Joseph. Ich weiß, du heißt nicht Joseph. Aber das ist mir gerade egal. Alter. Lass mich heilen. Spuck doch mal. Alter, ich muss da durch. Scheiße. Oh, geh weg. Hoi, hoi, hoi. Okay. Ich bin neben dir. Tschüss. Ach du Scheiße, was war das denn gerade für ein Move, ey? Hexentochter Qualek. Qualek, wie auch immer. Damn, son. Still alive. Und ja, das, Leute, nochmal, weil vorhin Leute gefragt haben, was Monka S ist. Das war ein richtiger Monka S-Moment gerade. Nach der Attacke. Ja, schön. Dritter Try. Ich hätte es auch beim zweiten Mal schaffen können, aber ich habe das Timing von der Rolle verkackt. Schön. Kopf. Sehr, sehr schöner Boss. Hat mir sehr gefallen. Vor allem vom Design. Holy shit. Okay, genau, ich will gucken, was wir da gerade gefunden haben. Oder fertig. Ja, ich werde die halt nicht benutzen, weil einzigartige Waffe und so. Brrr, schön. Doch, ich bin sehr zufrieden, wie der Kampf gerade lief. Oh, wie herrlich. Ich fand das Design vom oberen Part gut, schon klar. So ist ein herzloser Mensch. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Stimmt, kann mir die Story durchlesen, ne? Wo ich gerade Geschichte lese. Hexentochter Qualek, die Seele von Qualek, einer einstmaligen Tochter der Hexe von Izalith, die mittlerweile jedoch ein Chaos-Dämon ist. Den werden wir wahrscheinlich auch noch bekämpfen. Besondere Wesen haben besondere Seelen. Qualeks Seele weist sämtliche Aspekte des Chaos auf. Mit ihr kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe herstellen. Ich weiß halt nicht, inwiefern das relevant ist. Ein unschuldiges Tier getötet? Mein Gott, ey. Entschuldigung, dass ich ein Spiel durchspiele. Genauso geil wie bei Shadow of the Gloss. Wie kannst du die da töten? Naja, ich habe ein Spiel gekauft und dafür bezahlt. Und deswegen spiele ich es durch. Ich halte es nicht aus. Oh, oh. Scheinbare Wand. Was ist das hier? Oder das hier? Und ja, ich wollte sagen, sie hat zuerst angegriffen. Ich nicht. Absprung. Herr Peter Bible Thumb. Nur mal kurz, bevor ich mir diese... Okay, nehmen wir mal einen Cutscene. Ach, das war die andere Glocke, ne? Da hat der Typ uns doch erzählt. Und haben wir Schandstadt damit jetzt erstmal hinter uns gelassen? Holy shit. Ah, das war doch da, wo der Zwiebelkopf rein wollte, glaube ich. Oder? Schandstadt ist over, Leute. Oh mein Gott. Wir haben es. Wir haben Schandstadt hinter uns gelassen. Viel zu geil. Fühlt sich, wie schon gesagt, fühlt sich echt gut an. Kurze Frage. Lohnt es sich überhaupt, diese ganzen Seelen aufzuspannen? Weil ich weiß nicht, ob ich jemals eine andere Waffe als die Hellbarde benutzen werde. So, vielleicht... Ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur für eine bestimmte Waffe verfügbar ist oder so. Ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht meinen Punkt. Was passiert, wenn ich das jetzt nochmal... Geht gar nicht. Okay. Aufbewahren lohnt sich. Alter, wie
erschrocken. Okay, jetzt war doch wieder ein Estus. Jo, lohnt. Okay. Alles klar. Ihr seid die Experten. Deswegen vertraue ich euch. Auch wenn ich vorhin kurz in den Wahnsinn getrieben wurde von euch bei der Kiste. Aber sonst vertraue ich euch. Junge, der Lag. Achso, da passiert gar nichts. Sens Funhouse. Zur Hölle geht's hier rein. Das ist ein paar. Alter, was ist das für ein Riesending da hinten? Oder ist das einfach nur ein Stein? Irgendwas riesengroßes ist das. Dämonenruinen. Also hier ist ein Bonfire. Ich gehe mal ganz langsam dahin. Ach, das sind diese Viecher, die wir da eben schon mal aufgemacht haben. Und da kam ein Würmchen raus. Ich wunderte mich bereits. Aufsteigen. Einmal Vitalität, einmal Kondition. Oder zweimal Vitalität. Ist es eigentlich sinnvoll überhaupt, dass ich die ganze Zeit nur Vitalität und Kondition level? Sollte ich nicht auch mal irgendwie Stärke oder so leveln? Mal so eine ernst gemeinte Frage an euch. Ich hätte halt jetzt einfach wieder beides in Kondition und Vitalität gehauen. Wann kriege ich eigentlich einen neuen Spellslot? Oh, kriege ich einen neuen Spellslot? Ja, solltest du. Zu was jetzt? Ach, Stärke. Ach, das mit den Skalieren. Stimmt, das habe ich. Das ist ja bei Bloodborne auch so, ne? Achso, mal gucken. Ja, genau. Erstmal Waffe weglegen. Attributbonus. Geschicklichkeit und Stärke. Das heißt, meine Frage. Also, wenn Stärke ist ja offensichtlich. Bei Bloodborne ist es so, dass ich da auch Geschick quasi, weiß es überhaupt da Geschick, keine Ahnung, mit Geschick auch meine Stärke erhöhe. Ist das hier auch so? Das heißt, weil die Waffe skaliert ja besser mit Geschick. Heißt das mit anderen Worten, wenn ich eine höhere Beweglichkeit meine ich, nicht Geschick. Das heißt, wenn meine Beweglichkeit höher ist, mache ich mit der Waffe mehr Schaden als mit Stärke. Ist das richtig? Oder verstehe ich das falsch? Also jetzt bezogen auf die Helbarde wäre Beweglichkeit sinnvoller, richtig? Cool. Immer ein schönes Gefühl, wenn man wieder eine Sache verstanden hat. Okay, dann machen wir mal Geschick hoch. Beweglichkeit, Entschuldigung, ich sag die ganze Zeit Geschick. So. Wie in Bloodborne, okay. Okay, okay, okay. Was ist das da hinten? Alter. Das tut mir heftig in den Augen weh. Was machen die eigentlich? Die beten. Keiner. Kann ich überhaupt irgendwo weiter? Will ich hier aber weiter? Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Süß casual, richtig. Weil ich keine Ahnung habe. Oh, Alter. Das ist so hell. Oh, die kriechen auf mich zu. Junge, meine Augen. Ich gehe mal kurz. Ich will eigentlich jetzt woanders erstmal hingehen. Und zwar tatsächlich nicht da, wo ich es aufgemacht habe. Sondern da in Schandstadt, wo dieser eine Ort war. Boah, brennt das bei euch aus? Also, ich bin super empfindlich bei so hellen Kontrasten. Deswegen ist es gerade mega anstrengend für mich darauf zu kommen. Sieht schon geil aus. Es sieht schon echt beeindruckend aus. Okay, aber hier scheint irgendwie nichts zu sein. Tu grell, Rippaugen. Ja!
Da ist Lava, erstmal hinrennen. Ja, wer weiß, was da noch so ist. Alter, ist das hier ein... Ich hoffe, das ist einfach nur die Wurzel eines Baumes. Vielleicht ist das ja die Wurzel des Baumes, der in Schandstadt steht. Ich meine, die Welten sind ja so... Alter, was ist das eigentlich denn für ein Tentakelfeuermonster? Werden wir früher oder später noch herausfinden, wahrscheinlich. So, also ich verpiss mich hier, ganz ehrlich. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich hier durchzuboxen jetzt. Das merke ich mir mal, aber... dass wir da theoretisch lang gehen könnten. Ihr dürft mir aber gerne mal, während wir gerade so ein bisschen rumrennen, weil gerade eh nichts Besonderes passiert, ihr dürft mir mal erklären, wie das denn so ein bisschen mit den Builds ist. Also ich weiß, dass es so bestimmte Builds gibt in Bloodborne, Dark Souls und so weiter, die man halt gut spielen kann mit einer bestimmten Waffe und so weiter. Ich habe ja schon mal angemerkt, dass ist ja scheinbar irgendwie... dass du ja scheinbar jede Waffe irgendwie benutzen kannst, wenn du sie entsprechend auflevelst und so weiter und so fort. Ich meine, habe ich mich jetzt schon theoretisch heftig verkackt mit irgendwas? Oder wenn ich jetzt einfach alles in Stärke oder Geschick oder so reinballer, ist es auch in Ordnung, sozusagen? Das würde mich doch mal brennend interessieren. 40 Dex, 40 Stärke ist ein guter Build. Ja, ich glaube, dann baller ich das. Ich hatte jetzt sowieso vor, das alles da jetzt erstmal reinzustecken.